Vater, ich habe ganz Tandrien eingenommen. Alle Widersacher sind vertrieben. Ausgezeichnet, mein Kind. Gut gemacht. Deine Mühen sollen belohnt werden. Dies ist der Schlüssel zu deinem eigenen Schloss. Es ist gefüllt mit Schätzen und Kostbarkeiten. Aber was ist mit der Krone? Unglücklicherweise ist die Krone bereits vergeben. Bitte begrüße König Baldos. Ich bin dir unendlich dankbar, Zoe. Ich hätte meinen Thron niemals zurückbekommen ohne dich. Ihr habt mich benutzt? Schon die ganze Zeit? So ist nun mal Politik, meine Liebe. Wir haben jetzt eine Vereinbarung mit Tandrien, die, nun ja, äußerst profitabel für uns alle ist. Meine Hoheit, Dracorians Hinrichtung wird in etwa einer Stunde vollzogen. Ihr wollt diesem Spektakel sicherlich beiwohnen. Oh ja, natürlich. Danke. Ich werde da sein. Man sagt, der Feind meines Feindes sei mein Freund. Wenn ich euch freilasse, erspart ihr mir dann eure Was ist geschehen? Ein unglücklicher Wink des Schicksals. Ihr seid auf euren Vater hereingefallen, nicht wahr? Nun denn, das geschieht euch ganz recht. Aber was wird aus Tandrien, eurem Zuhause? Wir können nur hoffen, dass euer Vater ohne Terror regieren wird. Aber mein Vater wird nicht König, sondern Baldurus. Baldurus! Ja, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play, Die Siedler 7. Zinnbach. Ludovic ist ein starker Feind, aber diesmal werdet ihr nicht alleine kämpfen müssen. Dracorian steht euch zur Seite. Da Ludovic sich hinter Steinwellen verbirgt, könnt ihr die Kanonengießerei oder das Weiße Schloss zu eurem Vorteil nutzen. Oha! Geht's doch noch weiter? Haben wir die Krone immer noch nicht? Ja, dann starten wir mal. Es muss immer einen Plan B geben, falls A scheitert. Die Nordlande. Ludovics Außenposten. Welch Beleidigung, welch Frevel! Meine Tochter wagt es, mich zu missachten, ihren eigenen Vater, den König! In der Tat, mein König, ihr Benehmen ist abscheulich. Doch ihr Plan, Tandrien zu verteidigen, ist zum Scheitern verurteilt. Ihr mangelt es ganz und gar an der nötigen militärischen Disziplin und Kampferfahrung. Und was ist mit diesem Ritter? Dracorian. Ich hörte, er ist so stark wie 100 Mann. Dracorian ist ein bewaffneter Dummkopf, der sich nicht einmal aus den Klauen eurer Tochter befreien konnte. Gegen unsere perfekten Truppen ist er vollkommen chancenlos. Euer Wort in Gottes Ohr. Zoes Thronsaal. Ich höre, euer Vater sammelt seine Truppen. Er wird Tandrien nicht kampflos aufgeben. Auch nicht, wenn er gegen seine eigene Tochter ziehen muss. Meint ihr wirklich, ihr habt genug Kraft für all das? Ich weiß, es ist der richtige Weg. Das ist alles, was zählt. Nun gut. Dann sagt mir, was wisst ihr über diesen Feldmarschall Ludovic? Er ist äußerst genau und handelt streng nach Vorschrift. Gut, dann wird eben dies sein Untergang sein. Zoe,
Dieses Mal kämpfe ich an eurer Seite. Wir werden dem Feldmarschall eures Vaters eine Lektion erteilen. Meine Stadt ist nicht weit von euch entfernt. Wir können Ludovic also von zwei Seiten angreifen. Prinzessin, der Feldmarschall kontrolliert zwei Städte, die er sehr gut verteidigt. Eine der Städte ist der Schlüssel zum Sieg. Sie eröffnet uns den Zugang zu seinem Gebiet. Nehmen wir sie ein, wird er einen Großteil seines Prestiges einbüßen. Ich habe in dieser Gegend einige Kanonengießereien entdeckt, wo wir Kanonen erwerben können, um Ludovics Steinwelle niederzureißen. Das waren die guten Nachrichten. Jetzt verrate ich euch die schlechten. Zunächst einmal hat eure Stadt keine Taverne. Diese befindet sich im Sektor südlich von euch. Zudem ist Eisenerz nur in begrenzter Menge vorhanden. Ihr solltet Außenposten also erst einmal nicht mit militärischer Gewalt einnehmen. Auch Steinbrüche und Wälder sind rar. Glücklicherweise habt ihr große Stein- und Holzvorräte in eurem Lagerhaus. Abgesehen davon habt ihr ausreichend Fischreserven. Nutzt sie klug, um eure Wirtschaft in Schwung zu bringen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Verrat an der eigenen Tochter. Also, das schreit für mich nach. Hier unten hätten wir Fisch. Dann mach ich hier oben mal. So, dass wir das erste Holz kriegen. Er hat uns ja schön den Wink gegeben, so. Zoe, hast nicht viel. Musste schauen. Diesen Rat möchten wir auch sehr gerne beherzigen. Okay, der kämpft. Ja. Also hier Siegpunkt. Wird interessant, wie wir das jetzt dann gestalten. So. Hier unten. Ich habe irgendwas noch im Kopf, dass wir relativ viel Traffic haben werden. So. Dann möchte ich... wie sieht's aus? Fruchtbarkeit. Es ist fruchtbarer Boden. Dann... hier unten mal noch den Fischer. So. Dann haben wir schon mal ein wenig einfache Nahrung. Dann möchte ich 1, 2. Wir machen Mehl, Mehl, Mehl. Dann brauche ich machen. Nee, warte mal, den weg. Ja, ich weiß, dass wir schon
So. Bäcker. Und da ein wenig verschachtelt. Wenn schon geht. Bier. Hier oben bitte noch. So. Wasser. Also das hätten wir, das hätten wir. Genau. Hier oben dann noch versuchen, möglichst Bevölkerung zu kriegen. Ach ja, Ludovic ist wirklich nicht der einfachste. Imperator, spezieller Sektor, Quelle der Weisheit. Haben wir da Spezialsektor? Das wäre Weißes Schloss. Okay. Wenn wir ihre Truppen besiegen, hätten wir dann den freien Durchgang. Würden wir ihnen noch Geistliche senden? Ja, dann schaue ich. Wenn Drakorien hier halten kann und ich mir das einverleiben kann, könnte ich dann so rücklinks. Genau, dann könnte ich hier ihm den Weg abschneiden. Wenn wir hier die trennen, dann ist er hier isoliert. Könnte machbar sein, wird aber sehr, sehr schwer. Gut. Da einfach noch mittendrin die Häuser platzieren, damit wir Wohnraum kriegen. Okay. Okay, ein wenig Bevölkerung haben wir. Wird natürlich von A bis Z nicht reichen, aber es ist ein Anfang. Drakorian macht seine Sache. Ich mache jetzt doch mal dran. Euer Feind hat Zugang zu einer neuen Technologie erhalten. So machen wir das. Gute Neuigkeit. Dann ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Oben hier. Versuche ich die Kirche mal nach vorne zu ziehen, damit hier bitte nur nach Bedarf machen. Dann versuche ich möglichst viele Technologien mir einzuverleiben. Gut, das hätte ich alles. Die anderen, die kommen ja nach und nach. Gut. Die Kirche wird auch schon gemacht, das ist gut. Solange Drakorian hier halten kann, können wir uns ein wenig zurückhalten. Machen wir so, den so.
So viele Geistliche wie möglich. Hier wird Holz transportiert. Natürlich habe ich dann zu wenige. Ich muss da Mist, geht nicht. Und ja, ich mache da bewusst die Noblen. So. Damit wir mehr vor allem priorisiert die einzelnen die Bevölkerung bekommen, die wir auch benötigen. Jetzt, wie sieht's aus? Wir haben dreimal einmal Fisch, dann kommen die Weizenfarmen, die Mehlbrot. Würde ich sagen, passt soweit. Natürlich haben wir jetzt überall mehr als Probleme mit der Bevölkerung. Da hoffe ich, dass das soweit noch mit Steinen klappt. Ich brauche mindestens einen Stein. Wo haben wir Steinvorkommen? Links und rechts haben wir. Kohle haben wir hier, Eisen haben wir hier. Eisen hätten wir auch hier, Gold hätten wir hier. Okay, ich nehme mir die Insel. Machen wir schön alle nach Bedarf. Weil wir versuchen wollen, möglichst sparsam mit den Gründen, die wir haben, umzugehen. Jetzt müssten dann langsam. Ja, dann wird jetzt wahrscheinlich hier der kommen. Sieht mir danach aus. Habe ich hier eigentlich. Dann mache ich da noch so ein. Mit hier auch noch Wasser. Und dann hoffe ich, dass ich. Kann extrem knapp werden. Da werden die dann schon gebaut, genau. Dann habe ich sicherlich mal das. Ich muss dann vor allem auch Drakorian unterstützend beistehen. Ihm den Rücken stärken und versuchen wirklich hier durch zu kommen. Und ich kann natürlich Siegpunkte ja auf alle möglichen Wege. Aber natürlich ist es schon sinnvoll, diese Stadt zu unserem zu machen. Aber dafür brauchen wir halt auch dementsprechend die Ressourcen. Wir brauchen die entsprechenden Gebäude, die Betriebe, alles drum und dran. Und das das dürfte jetzt die erste Herausforderung sein, der wir uns stellen müssen. Hier und hier.
Da sieht's aus, als wären da die ersten Wohngebäude dann auch in Planung. Der geht schon dahin. Jo. Also für Bier und Brot hätte ich sicherlich mal. Also die Grundversorgung für die Novizen sind mal gelegt. Dann brauche ich sicherlich Stein. Das heißt, der bräuchte zum Beispiel 6. Der bräuchte 6. Ja, dann versuche ich möglichst viel der Technologien. Nein, ich werde wahrscheinlich zuerst mir einmal den hier holen für Stein. Oder? Nein, den hier für Stein. Mit dem Stein bin ich ein wenig flexibler, kann weitere Häuser bauen. Dann den Stein, Kohle, Eisen. Ja. Es wird nicht einfach werden. Nach Bedarf, nach Bedarf, nach Bedarf, das stimmt. Nach Bedarf. So, Geistliche kommen. So. Jetzt werden da auch noch die entsprechenden Häuser gebaut. Das ist soweit nicht schlecht. Drakorion und Drakorion wird gerade ein wenig zurückgedrängt. Ich kann schon fast sehen, dass eigentlich Drakorion am Schluss eliminiert wurde und ich mich da gegen Ludovic alleine stellen muss. Würde mich übelst nerven, aber ja, komm hier noch ein, dass die Wege kürzer sind. Das. Dass ich hier mal die Betriebe Prestige, sei es drum. Aber ich, dass ich die sicherlich mal kriege, weil das gibt ja dann ein wenig mehr Ressourcen oder schneller Ressourcen. Dann mache ich den. So, da einfach nochmals auffüllen bitte. So. Dann kann ich jetzt... Ja, 3, 4... Außenposten schon wieder gewonnen. Fünf, noch einen. Wenn ich den habe, dann habe ich schon mal etwas, nämlich Stein. Mit Stein kann ich Prestige machen. Prestige heißt, wahrscheinlich wird er dann auch den Prestige kriegen. Und somit den Bonus erhalten. Würde ich jetzt mal vermuten, sicher bin ich nicht.
Mach doch den bitte hier. So, geht doch. Wie sieht's mit Steinen aus? Nicht mehr viel, aber wir haben noch. Also soweit dürfte das gehen. Wo an... Eigentlich sollten wir ja genug haben. Sowohl Bevölkerung als auch... Ja, wahrscheinlich ist einfach noch die... Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. Hervorragend! So. Ihr habt einen Siegpunkt errungen. 2 und 2. Metropole, Quelle der Weisheit. Und die dürften eigentlich auch Drakorian zugutekommen. Das ist auch wiederum gut. Den mache ich mal so. Genau. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. So. Dann bitte brauchen wir den. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Sonnenkönig. Ein weiterer Siegpunkt im Kampf. Ich baue den schon mal aus. Was für ein brillanter Schachzug, Drakorian. Weiter so. Was hat Drakorian gemacht? Wahrscheinlich, weil es zusammenzählt. Ja, und der ist jetzt schon hier eingekesselt. Da brauchen wir noch 2. Gut, Baumeister kommt, das heißt, die erste Verteidigungsstufe hätten wir und... Eieieiei. Wie sieht's für ihn aus? Ja, der ist... Der könnte den hier noch... Einmal Stein, Kohle... Okay, er geht jetzt hier hin. Mal senden. Ja, das wird spannend. Das wird sehr, sehr spannend. Ob wir, wie wir und wodurch wir das alles hinkriegen. Erfolgreich ausgebaut. So, wunderbar. Wir nehmen das bitte. Ich brauche, wo sind die Steine? Steine sind hier unten. So. Also muss ich wirklich Kohle... Eigentlich müsste ich zum Eisen hier oben. Ja, die sind schon bald hier. Da hätte ich nochmals Stein. Nochmals Stein. Stein nehmen. Wie viel haben wir? Ah, Roheisen haben wir eigentlich in 0. Das ist sehr, sehr übel. Weil ich dann hier, und wenn ich nicht eine gewisse ein neuer Sektor Grundstärke in der Armee habe, wird das einer eurer Befestigungen nicht wurde erfolgreich einfach ausgebaut. Zum Halten. So. Aber so hätten wir hier in der Theorie mal so
So. Ja. Und jetzt muss ich mir wirklich das Eisenerz wirklich so gut einteilen, dass wie es geht. Da hätte ich 80, das heißt, ich fange mal mit einer an. Auf die Seite. Setze die nach unten. Nehme mir nochmals die gleiche. So. Hier noch das. Kohle, 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 Kohle. Ja, warte mal, das ist ja Blödsinn. Den weg und den weg. Ich möchte einfach nur das haben. Vom Holz her möchte ich bitte zuerst die haben. Dass mir die aufgewertet werden. Dann den Stein. Dann muss ich versuchen mit den Steinen die entsprechenden und ich mache senden. Ich brauche, wie viel habe ich? 8, 10. Bitte Bier zum Münzen noch. Den so. Warte mal. Wie viel habe ich von denen? 4, 2. Wie viel sind da? 6. Sind 8. Plus 2 für den Buff. Es ist zwar ein geringer Buff, aber es ist ein Buff und der Buff müssen wir trotzdem so gut es geht auskosten. Genau, das ist. Da machen wir den Ausbau auf erste Prio. Alles andere, zweite, dritte, vierte. Und ich vermute, der wird wahrscheinlich mir dann hier gefährlich werden wollen. Das heißt, ich müsste eigentlich als nächstes den hier ins Visier nehmen. Okay, er geht hier hin. Interessant. Gut, der wird ausgebaut. Da hat er schon mal die Ressourcen oben. Das heißt, da wird wahrscheinlich der Baumeister auch unterwegs sein. Ja, alle sind draußen. Das ist gut. Der bringt jetzt wahrscheinlich hier. Wahrscheinlich hier das. Genau, hier ist der Baumeister. Dann haben wir schon mal die Holztürme. Holztürme schon mal als kleine Grundlage zu haben, ist viel wert. Der hat natürlich jetzt irgendwie gar nichts mehr. Ja, das ist. Eigentlich müsste ich mir schon Gedanken machen. Eine zweite Armee, wenn Drakorian fällt, wird's schwer. Was ich machen könnte, wäre, den hier anzugreifen, über Drakorian, ihm auch das, dann würde er bei beiden Seiten. Wenn ich die dann einfach so sein lasse und nicht einnehme, würde er die sich wahrscheinlich einverleiben können.
Befestigung ausgebaut. Ich denke, das dürfte gehen. So. Auf Stein. Dann. Gut. Aber blöd, dass man auch nicht irgendwie handeln kann. Hat eine Händlergilde. Mal schauen. Doch, Händlergilde baut er. Dann wird er wahrscheinlich über den Handelsreiter gehen, sich so wahrscheinlich Waren einverleiben. Dann müssen wir einfach schauen, dass hier, das dürfte der Händler sein, genau, dass der nicht zugemacht wird. Und das bräuchten wir wiederum, den freien Durchgang, was wir durch einen Angriff auf sie bezwecken können und dadurch hier Stellung beziehen. Eine zweite Armee muss hier Stellung halten, eine dritte Armee würde ich hier bei Drakorian stationieren. Dann habe ich drei Punkte zu verteidigen. Und die vierte Armee könnte ich dann einfach so noch nebenbei halten lassen. Gut. Dann, was brauche ich jetzt? Ich brauche vor allem dann Militärpart, das heißt, ich brauche das Eisen von hier. Nein, ich nehme das Eisen von hier, weil da habe ich zwei plus noch Fisch, das heißt, ich werde den mir holen. Aber da hätte ich dann natürlich nur einen Punkt, wo ich verteidigen muss. Das heißt, wahrscheinlich der nächste, den ich mir holen werde, ist der hier. Werde meine Armee dort stationieren. Ich werde die mal nach vorne ziehen. Werde dann hier ausbauen dementsprechend. Acht, 14, 20. Machen wir die so. Und dann werde ich den Militärpart aufbauen. Das heißt, ich brauche Schwein. Schwein braucht was? Ich meinte, das wären zwei Getreide. Das heißt, zwei Getreide. Zweimal Getreidefarm. Kann ich hier eine Schweinezüchterei machen? Heißt hier bessere Nahrung. Dann würde das gehen. Alter, willst du mich verarschen? Mach sie den mal zu. So. Getreide. Nein. Getreide. 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 Dort oben Schweinezüchtereien plus die verbesserte Nahrung. So. Die anheften. Dann, was wir sicherlich brauchen, sind hier. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Ja, gut. Eigentlich bräuchte ich die hier oben. Macht nichts. Macht da die Schweinezucht. Und dann kann ich wieder Werkzeug, bitte. Die verbesserte Verpflegung. Nein, hier geht's nicht. Den reiße ich auch mal weg. Wurst. Dann hier. Wurst und Wurst. Dann geht das so. Noch nicht freigeschaltet. Das ist okay noch.
Ah, siehste, Dracorian hat jetzt... geht über den Handel, um sich die zu sichern. Und wenn es mir richtig ist, habe ich die dann auch... keine Händlergilde errichtet. Okay, habe ich doch nicht. Wird das nicht geteilt? Kann sein. Ich meinte, es gibt schon einen Modus, wo es auch geteilt wird. Aber ich gehe da mit den Ressourcen, die ich habe. Den habe ich ja schon. Ja, das heißt, schnellstmöglich hier Infrastruktur. Okay, da kann ich noch nicht. Hier und... na, komm jetzt. So. Den hier plus ein Senden für den Buff. Ich mach hier mal... Geologen. Dann hätten wir den. Weil mit dem Geologen kann ich jetzt Steine mir auf sicher holen. Und auch die entsprechenden Ressourcen in den einzelnen Minen sichern. Das ist gut. Also hier wird Weizen gemacht für hier, für die Fleischproduktion da. Dann nächstes Gebiet war das hier unten. Weil wir das Eisen wollen plus den Fisch. Wie viel haben wir? 6. Da müsste ich aber da nach oben... wegen Ludovic, dass der mir den nicht angreift, weil er wird wahrscheinlich dann eine Chance sehen. Nein. Er macht sich groß. Das heißt, ich sende hier. So. Die nach Bedarf, nach Bedarf, nach Bedarf, wunderbar. Ja, da hätten wir die Handels. Wie sieht's aus? Truppen hat er nicht. Das wird jetzt eine logistische Meisterleistung, die wir da bewerkstelligen müssen. Gut. Den hätten wir. Die Produktion, die kommt auch. Sobald wir den haben... okay, das wäre... 8 und 3, okay. Okay, die sind da unterwegs, die sind schon hier. Gut, da hätten wir bald zwei... Dann muss ich bald mal beim Prestige...
anfangen und jetzt heißt es dann vor allem Eisen, eine Eisenmine und dann noch so den, aber komplett nach vorne. Da ist absolut No-Go, wenn ich das nicht mache. So. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Ja, siehste, da kommt er sofort angerannt. Wir machen Kirchenausbau. Und den würde ich dann auch sofort auf Stein aufwerten. Nach Bedarf, nach Bedarf. Bitte den so. Nach Bedarf. Warte mal. Den machen wir so. Und so. Okay, der hat jetzt wieder ein klein wenig Luft. Das heißt, den aufwerten. Und zwar hier mal die erste Eisenmine. Hier machen wir Fisch. Dann brauche ich hier die Eisen schmelzen. Da hätte ich nochmals eine Eisenmine. Und wir machen gerade nebenan die ganze Produktion mit den Werkzeugen. Also einmal das. Das und Werkzeugmacher. Er hat den angegriffen, das ist gut. Wenn er Eisen kriegt und alles, weil jetzt haben wir ihn so ein klein wenig in Zugzwang. Ich könnte ihn ja hier angreifen, weil er keine Verteidigung noch hat. Drakorian konnte hier angreifen, kann sich den Stein sichern. Fisch und Eisen kann sich dann hier rüber dann noch Gold und Kohle. Oh, und da sehe ich, da haben wir noch uns einen Handelsposten. Okay. Also das heißt, es ist machbar, aber es wird... Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ist das? Ausgebaut. Nein, das ist die falsche. Wo ist der? Der braucht 9. 9, das ist hier. Wie sieht es mit dem Holz? 17, das heißt theoretisch genügend Holz. 3 kommen hier nochmals. Gut, Militär kommt auch ein wenig. Gut, dann habe ich hier Werkzeuge. Und kann dann anfangen, den Militärpart aufzubauen. Das sieht noch unterbesetzt aus. Mist, Auge juckt. Wie sonst was. Dann würde ich sagen, machen wir ich könnte da hätte ich Kohle. Ich müsste das wie auf dem halben Weg machen. Dann
Wenn ich das auf halbem Wege mache, sind die halbwegs gleich auf. Dann könnte ich hier Radmacher, Holz, Schwertschmied. Ja, dann mache ich das hier. Dann mache ich hier. Holzfäller, Förster meinte ich. Hier mache ich zwei Holzfäller. Und wenn's Mist. Warte mal, vielleicht, wenn ich das. Ja, so kann man es machen. Mache ich Holzfäller Förster, dann ist das Gebiet für Holzstämme. Dann mache ich hier, baue ich den Stein ab und mache hier. Da mache ich einmal die Radmacher. Dann noch, na komm, den Schwertmacher. Dann brauche ich natürlich auch noch Münzen. Und es ist abgeschmiert. Jetzt, wo man so richtig im Flow wäre, so richtig drin und... Ah, Menno. Und wo ist... So, hat sich wieder die Kamera ein wenig verschoben. Also starten und wieder rein. Alter, ist das hell. Oh, meine Güte. Ja, jetzt kommt das Intro. Spiel laden, Autosave. Ja, 5 Minuten haben wir etwa verloren. Ja. Da mal sehen, wo wir vor 5 Minuten waren. Also speichern. Ja. Wir haben überspeichert. Wir waren da. Das habe ich gebaut. Das. Also hier hätten wir das schon mal errichtet. Eine eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Jetzt hat's den hier, der kommt noch. Genau, ich war dann in diesem Fall hier dran. Da habe ich 2x Holz verloren. Dann habe ich... Und hier war noch, da musste ich drehen. Genau. Einmal so. Und hier noch den Holzfäller. So, mittig. Dann habe ich gesagt, möchte ich den Stein abtragen. Und ich habe mir hier Rad- und Schwertmacher gemacht. So. So, Radmacher. Habe ich nicht da noch eine... Doch, Werkzeugmacherei ist dort drüben. Da die Kaserne noch.
an dem Rand. Dann brauche ich noch einmal eine Pferdezucht. Die kann ich ja eigentlich... Schaffe ich die da irgendwo noch runter? Hier irgendwo? Nee? Aha. Na gut, können wir halt hier auf dem Gebiet machen. Einmal ein Pferd. Die sind halbwegs schnell gemacht. Was habe ich da noch? Ja, Schaf wäre dann für die Händlergilde. Ich brauche aber noch Gold. Gold hätte ich hier. Das heißt, mal senden. Habe ich den schon? Nein, den bitte unbedingt. Befestigungsausbau warte ich noch. So. Den unbedingt jetzt mit Stein sofort ausbauen, dass der Ludovic da bei mir nicht auf doofe Gedanken kommt. Genau, die können so produziert werden, da mal nach Bedarf und dann so. Ja, bitte. Dass wir da ein wenig auf der sicheren Seite sind. Gut, das kommt. Steine werden. Oh nein! Ihr habt einen Siegpunkt. Sonnenkönig. Ich diene dem König. Das solltet ihr auch. Ja, ja. Aber wir können nichts dafür, wenn König Scheiße sein ist. Also Rebellion. Genau, dadurch. Wenn wir da noch den kriegen, könnte ich den machen. Dann hätte ich dort oben, kann ich mir die... Ah, das ist blöd, ne? Wegen den Holzfällern. Gut, ich könnte die einfach hier rübersetzen, ne? Dann hätte ich das Gebiet hier für die Kirche. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. So, wunderbar. Wir nehmen, bin ich sicher? Damit hätte ich dann sicherlich einen Siegpunkt auf Safe. Aber ich muss da zuerst das Militär machen. Wir... also, mal ganz... Ja, die Außenposten unbedingt safen. Ach, hier haben wir wieder Fisch, das ist sehr gut. So. Und hier. Können wir das schon machen und auch entsprechende Münzprägereien. Warte mal, ich mach die weiter hinten. So, machen wir mal die Anzahl. Machen wir 4. Einen für den. Warte mal. Den kann ich noch später. So. Fisch habe ich schon auf Bedarf, ja.
Ja, der wird auf Steinwall ausgebaut, das ist gut. Dracorian hat hier seine Kaserne. Hat auch hier schon erobert. Das ist sehr gut. Zweimal Eisen. Ich bräuchte theoretisch noch eine Kohlemine, wäre nice. Kohle haben wir aber so gut wie keine. Das heißt, Kohleminen würde ich dann Befestigungsausbau beendet. Die mal so machen. So. Dann können die auffüllen. Kohle hätten wir. Das kommt eigentlich soweit gut. Da. Ja, das ist okay. Jetzt heißt natürlich, der kommt und dann kommt die ganze Produktion im Hintergrund. Da hätten wir nur Stämme für die Produktion, für die, kann ich sagen, für die Kasernen. Der Ausbau, der kommt auch. Ja, dann wird der wahrscheinlich jetzt hier den Ausbau vorantreiben. So, Eisen, Gold, Fisch, Kohle. Stein warte ich noch. Ludovic. Ah nein, warte, das ist Dracorian. Der Gelbe. Ja, der... Vielleicht holt er sich da noch den Siegpunkt. Mit Team. Das wäre nice. Das wäre wirklich nice, wenn das funktionieren würde. Dann hätten wir mindestens den Siegpunkt schon mal. Den würde ich mal in Auftrag geben. Dann brauche ich Buchbindereien. Dafür brauche ich auch Holz. Jetzt den mal so. Ein Buch, ein Holz, zwei Wasser. Das heißt hier drei Fürste, zwei Holzfäller. Dann hätte ich Stämme. Stämme für Papiermühle. Kann ich noch Wasser? Dann hätte ich das. Dann wäre das schon mal okay. Und die brauchen 1 auf 1. Das ist simpel gemacht. Den könnte ich hier oben noch implementieren. Für das habe ich den hier eigentlich so gemacht, dass ich da das, was ich wenig brauche, machen kann. Weil Bücher brauche ich durchaus noch. Genau. Also, dann heißt es hier Produktion für Baumstämme. Einmal hier die Förster. Hier mache ich da mal für, sicher für zwei Baumstämme. Ich mache so.
Jetzt hoffe ich nur noch, dass der... geht genau nicht, ne? Ja gut, aber dann hätte ich so wiederum mehr Wohnfläche. Befestigung. Das heißt hier die Papiermühlen, die Buchbinder. Dann passt das. Hier oben machen wir so. Fleisch soll eigentlich hier produziert werden. So, erste Eisenmine. Das ist schon sehr, sehr gut. Drakorion hat sein Gebiet. Sichert sich das auch. Kohle, Eisen. Yep. So, wo sind wir da? Nachbedarf, bitte. Nachbedarf. So, jetzt auch noch hier nach Bedarf dann. Ja, geht doch langsam. Genau. Ging. Dann Eisenschmelze. Dann mit den Werkzeugmachereien. Das dürfte dann gut kommen. Holz und Stein klappt soweit. Drakorion ist wieder hier. Der braucht dann wohl... Jo. Handelsrouten brauche ich diesmal nicht. Ich brauche zwar noch die Händlergilde, um den Siegpunkt bei der guten Dame abzuholen. Da hätte ich Bücher. Die Händlergilde, wo mache ich dann die? Könnte... ressourcentechnisch könnte ich hier Wolle noch reinsetzen. Hier eine Wollfarm. Mist. Schaffe ich nicht zwei. Blöd. Dann würde ich sagen, nehme ich die Gegend. Ja, nehme ich die noch so. Mache ich mal 12. So, Eisenschmelzhütten. So, und das geht. Hier bessere Nahrung, wie auch hier bessere Nahrung. Damit wir mehr rauskriegen. So, nach Bedarf, nach Bedarf. Die Leute, die haben ihr Werkzeug, also das heißt, ich habe sicherlich kein Werkzeugmangel. Das heißt, ich kann so viel bauen, wie ich will. Das ist sehr, sehr gut. So. Dann sind wir sicherlich hierdurch auch safe aufgestellt. Hier wird die Holzproduktion gemacht. Ich speichere nochmals. So.
Steine, die werden jetzt dann langsam passiv kommen. Kohle wird auch schon transportiert, das sehe ich. Was sieht es jetzt aus mit... Okay. Dann werde ich hier mal... Bis dahin dürften wir eigentlich genügend Stein haben, dass ich mir hier den Steinausbau leisten kann. Den brauchen wir wiederum, dass wir einfach gegen Ludovic sicherlich auf der sicheren Seite sind. Nicht, dass er uns, wenn er dann eine starke Armee kriegt, ist ja gut. Wir haben ja die Werkzeugmacher. Das heißt, die geben uns dann die entsprechende Nahrung. Wurst hätte ich da. Nein, da würde ich Goldmünzen dafür kriegen. Ich brauche Wurst. 2 Gold für 2 Wurst. Dann würde ich... Das wäre gerade wie... Ja, ich muss irgendwo anders noch... mein Glück einfordern. Wie viele habe ich da? Da habe ich noch 0. Gut, die sind auf dem drittletzten. Das ist... Jetzt nicht das goldenste Ei, aber auch nicht das allerschlechteste vom schlechtesten. Bringt mir die Wurst! Und Eisen, also Eisenbarren und ja. Okay, das ist mir viel zu weit weg. Da bitte hier hin. Okay, das geht ja eigentlich. Das geht so. Den bitte nach vorne noch. Die bitte nur nach Bedarf. So. Aber sonst. Ja gut, gefüllte Lager sind eigentlich nichts Schlechtes, aber wenn einfach dann mir Eisen und alles andere dann abhanden kommt, dann ist es auch nicht das Rosigste. Gut, Eisenbahnen werden gemacht. Würste kommen. Da habe ich auch bessere Verpflegung, dass einfach mehr Eisen mit wenig Material entsteht. Das hat einfach für mich den Vorteil, dass es ein wenig vorproduzieren kann, in Anführungszeichen. Ist natürlich aufsplittechnisch vielleicht nicht das goldenste der... Ach nee, Drakorian, den wollte ich... Ja, okay. Okay. Machst du mir gerade ein Schnippchen? Aber wir kriegen es durchaus hin. Dann mache ich hier einmal. Und mache...
noch die hier und setze den einfach hier irgendwo darüber. Dann sollen die Wolle produzieren. Hier wird auch schon fleißig gemacht. So, da machen wir Geologie. Eisen ist okay. Steine, die kommen. Da sind es auch fleißig. Dann werden da noch drei. Ja, kommen sicher mit der Zeit. Da ist aktuell noch nichts am Machen, das ist sehr gut. Da werden dann die Stämme produziert. Holzfäller, drei Holzfäller auf vier. Denke ich, sollte genügen. Hier haben wir nochmals Holz. Wo ist er eigentlich dran? Hier. Das heißt, da dürfte wahrscheinlich jetzt dann, genau hier, dann kommt hier schon der Baumeister. Dann die Pferdezucht. Sobald die gebaut ist, werde ich die aufwerten und mir dann das, was ich hier in Auftrag habe, stornieren und hier in Produktion geben, weil das ist durchaus kostengünstiger. So. Und dann hoffe ich, dass ich bei den Technologien noch weitermachen kann. Ja, und vom Prestige dann ausbauen, um die Lagerhäuser dann aufzuwerten, dass die mehr Inhalt fassen können. Und dann brauche ich vor allem noch... So, wie viel habe ich? 2 und 10. So. 2. 10. Und jetzt ab ans Werk, ihr netten, netten Leute. Ja, und jetzt gehst du Dracorian. Falsche Seite. Ne? Mach mich da nicht, weil ich krieg ja nichts von deinen Ressourcen. So. Pferde. Okay, dann sind wir... Nach der Pferderange wird es dann hier unten gearbeitet. Biom 40 Steine hätten wir schon. Ja, ich lasse das mit den Steinen, dass vor allem dann die Aufwertungen ja noch kommen. Und bis dahin müssen wir halt Steine zusammen sammeln, dass das alles funktioniert. Okay, nach Bedarf, nach Bedarf, nach Bedarf, das geht soweit. Den lasse ich auch nach Bedarf. Den mache ich einfach auf keine Nahrung, weil jetzt haben wir genug und das Eisen kann jetzt vor allem hauptsächlich für das Militär gebraucht werden. Und wenn wir da schon mal keine Wurst mehr brauchen, haben wir mehr Wurst für die Eisenschmelze, plus für Soldaten, plus können wir es für andere Sachen benutzen. Und das
denke ich, kommt gut so. Ludovic ist... Ja, er gibt mir ein Gefühl von... So, den möchte ich. Ja, die Steine sind auch ja zeitnah dann durch. Ja, komm, weißt du was? Setze ich die noch hier hin? Der macht wahrscheinlich, ja, das ist der mit dem Geologe. Hier mache ich bewusst mit Wurst. Und das deshalb, weil wir relativ viel Kohle brauchen. Wir brauchen Kohle für Eisenschmelze, wir brauchen Kohle für die Soldaten, wir brauchen Kohle für die Goldschmiede. Also alles braucht irgendwo durch Kohle und so kriegen wir welche. So, ich mache hier mal Upgrade. Das wird jetzt dann wahrscheinlich auch wichtig sein. Hier unten Gold, da kommt Holz. Holz ist auf dem Weg, wird verteilt. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich nacheinander langsam kommen. All das, was wir brauchen. Steine noch 20 Stück. Wurst haben wir. So, Ludovic mit seinen 16, Drakorian 11, ich 8, ich mache mir fast in die Hose. Und das jetzt durchaus langsam gefährlich werden kann. Eine eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Gut, erst ist... schon da zum Stein ausgebaut. Das ist sehr, sehr gut. Die habe ich auch. Die ist ja schon. Den nach Bedarf. Somit immer wieder. Ja, jetzt kommen hier hinten. Dann die Kirche. Dann die Bücherproduktion. Dann haben wir mal Wolle. Dann könnte ich hier... ich müsste die schon irgendwo näher ran. Da hätte ich die Bücherproduktion Wolle. Dann würde... da hätte ich die Goldschmiedereien. Wenn ich... Ja... denke, das sollte durchaus machbar sein. So. Hier Wolle, dann hier noch Kleidung. So. Die Goldschmiede. Ja, da mache ich die ersten schon auf Geologe. Es kommt dann soweit alles gut. Den noch auf Stein aufwerten lassen. Ja, dann kommt das. Das kommt schon gut. Metropole, Imperator, Sonnenkönig, Spezialsektor. Geologe, 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 genau.
Ja, das bringt mir jetzt herzlich wenig, weil Drakorian hat ja genau noch die beiden Sektoren haben müssen wollen. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Handelsgesellschaft, das ist schon mal gut. Da habe ich auch schon einen hingesendet. Da auch. Da noch einen senden. Gut. So. Die fangen dann an. Das ist okay soweit. Weißt du was? Ich mach die auf immer. Dass die mir da wirklich die Wurst machen. So. Wird jetzt natürlich eine Zeit lang ein Gejammer sein, aber ich denke mir, könnte durchaus noch drin liegen, dass das funktioniert. Hier unten wird jetzt der Fischgrund wieder angeschlossen. Sehr gut. So, 114 Stein. Gut, das sieht eigentlich gut aus, dass das gut kommt. Holz wird produziert nebenbei. Wie viel habe ich da? 4, 8, 12, 16, 20. 5 hätte ich, 15 noch, ne? So. Und dafür den einzelnen, dann bräuchte ich 2, 3, 6, 7, so rum. 7 Brüder noch. Dann soll das auch gehen. So, ich muss da mal die Hausaufwertungen klein wenig priorisieren. Sonst haben wir da einfach wirklich zu wenig. So. Ach, der wird auch schon ausgebaut. So. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So. Dann habe ich gesagt, 5, den auch schon weiter. Dann könnten wir hier noch den Bischofssitz erreichen, dann hätte ich 4. Drakorian, du könntest eigentlich noch den Spezialsektor, dann hätten wir 5, 6 mit beiden, plus noch die Kollegen, dann hätten wir schon 7. Dann sind wir schon mal auf der sichereren Seite. Weg. 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 Das ist schon mal okay soweit. So. Ein weiterer Siegpunkt im Kampf gegen das Böse. So. Dann könnte ich hier den Bischofssitz.
Befestigungsausbau beendet. So. Den vor allem, den brauchen wir definitiv noch. Gut. Unsere Hauptstadt schon mal mit Stein war. Sehr gut. Die restlichen Städte sehen auch schon ziemlich danach aus. Ja, dürfte wahrscheinlich sein, dass die jetzt dann kommen. Den bitte auf Nachbedarf stellen. So. So. Hierhin. Dann die Route. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Dann hier nach unten. Bis hier. Dann die Querverbindung hier. So. Gebäudeausbau fertiggestellt. Den gerade wieder ausbauen lassen. Alter, die Musik. Moment mal. Also so schön wie sie ist, aber... Das Gebäude wurde ausgebaut. Alter. Das wird jetzt auf die Dauer durchaus eine ziemliche... Ohrbeschallung der besten... Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Güte. So, was brauchen die? Die brauchen ein Buch. Bücher werden noch nicht gemacht. Ach hier, der kommt. Ach, der kommt hier rüber. Über mein Gebiet. Ach, der ist da fleißig noch am expandieren. Gebäudeausbau fertiggestellt. Nice. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So. So. Da sieht man, wir haben sehr, sehr viele Siedler schon wieder. Und alle müssen halt versorgt werden. Und das ist nicht eine einfache Aufgabe, keine einfache. Ich hoffe, ich komme da zu Wurst. Wenn wir das schon kriegen, ist gut, weil mit... Kleidung kann ich Münzen, mit Münzen kann ich Brot bzw. dann Wurst machen. So, Militär geht auch schon ein Stückchen weiter voran. Sage ich soweit auch nicht nein. Die Bücherproduktion ist ja auch schon am Start. Genau, die kommt dann, Buchbinder, das sind noch die letzten, die zu Stein, ja. Genau, Geologe, die sind immer auf immer, wunderbar. Wie sieht's eigentlich hier? Ah. Da bitte noch umschwenken auf Nachbedarf. Da hätte ich Nachbedarf. Habe ich die auf Nachbedarf? Ja. Die habe ich sogar. Das passt.
Siegpunkt gewonnen, Feldmarschall. Ja, können wir durchaus noch abbringen mit der Zeit. Das ist jetzt nicht das Nonplusultra, was mir jetzt Sorgen bereitet. Also gut, eigentlich habe ich aktuell sehr wenig Sorgen sogar. Läuft eigentlich ziemlich gut soweit. Gold wird gemacht, das passt soweit. Ja, jetzt kommt da die ganze Bücherproduktion zum Start. Halt. So. Die Bücher bitte nur nach Bedarf produzieren. Nicht, dass da mir zu viel, wenn ich Krieg habe, die Baumstämme weggenommen werden. Ja, du kannst einfach hier rüber. Dann ist das soweit okay für dich. Ja, was braucht's noch? Steine hätten wir 155. Da braucht's noch Steine. Dann mache ich jetzt mal kurz ein bisschen warten. Bis das gut hier ist. Ja, kommt schon gut. Hier wird jetzt gerade ausgebaut. Das ist sehr gut. Da hat es auch schon gesammelt. Befestigung ausgebaut. Bis jetzt ist alles noch ruhig, würde ich jetzt mal behaupten. Also da gibt es Schlimmeres. Der Wald ist soweit auch okay. Wir haben wieder die Limite erreicht. Ja, da wird's dann. Da würde ich sagen, machen wir überall, wo wir so Gebäude haben, noch den Ausbau in Auftrag. Dass wir da wirklich genügend Kapazitäten frei haben. So, hier noch. Ja. Eine eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Dracorian. Machst du mir wieder Striche durch die Rechnung, ne? Ja, da kommen da die Schafzüchter. Produktion irgendwie bei null. Weswegen? Wasser sehe ich. Ich Getreide könnte zu wenig vielleicht sein. Wenn ich Bauern und Müller arbeiten doppelt so schnell und die Zeit zum Bewirtschaften der Felder wird halbiert. Wenn ich die beiden habe, dann bin ich auch schon mal sehr gut. Kann man nicht sagen. Also, wir sind da auf dem rechten Weg. Das ist schon mal sicher. Hier noch der zweite Ausbau. Wo stehen wir? Bei dem Gebäudeausbau plus noch da die Schafsweide. Ja, die fangen an. Das ist soweit okay. Da ist ein Kanonengießer. Ja, hier wird dann schon der ausgebaut. Das ist gut. Dann kann ich die Pferde schon mal
für den Euer Gebäude wurde ausgebaut. Kollege in Auftrag geben. So. Dann wird jetzt hier dann auch wieder, was brauchen die eigentlich? Schwert, Pferd und eine einfache Nahrung. Gut, Schwert, das heißt, hier wird dann wieder jetzt Traffic herrschen. Die Händlergilde, die ist auch am Start, wie ich sehe. Also kommen wir jetzt wegen der Tanne. Na gut, sie sind schon groß, aber hätte jetzt nicht gedacht, dass die Probleme macht. Gut, wie sieht's aus? Steine mehr als genügend. Dann würde ich hier mal so. So. Kommen wir einfach mal. Hier mal so an. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So. So, dann haben wir erfolgreich den Stein minimiert. Jetzt kann es nur noch wieder bergauf gehen. So, Gebäudeausbau, das. So. So, nochmal sagen. Ja, den habe ich auch schon. Komm, dann machen wir nach Bedarf. Habe manchmal das Gefühl, das funktioniert fast besser so. Also irgendwie anders. Was ich eigentlich schade finde. Aber gut, wir nehmen es so, wie es gekommen ist. Und machen das Beste daraus. Da habe ich irgendwie gar nicht das zum Ausbauen freigegeben. So. Ah, da bitte nach Bedarf. So. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ja, das waren die beiden mittleren. Ja, Steine kommen auch schon gut. Hier eben mal hier hin. Feldmarschall. Sieht nicht schlecht aus. So, dann haben wir den schon mal. Und jetzt, sobald einfach zwei Brüder kommen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Können wir das erfolgreich vermelden, dass wir die zurückgeschlagen haben. Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Das ist auch schon sehr gut.
So. Also sieh mir bitte nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Jo. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wald wird schön dicht. Na ja, komm. So, jetzt ist dann nur noch der hier. Und dann hätten wir eigentlich auch schon überall die Produktion. So. Da. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Ja, komm. So. Machen wir gerade zwei. Dass einfach da Wasser geholt wird. Na komm, weißt du was? Keine. Geht wahrscheinlich schneller als wenn wir da immer warten müssen. Nach Bedarf, nach Bedarf, nach Bedarf. Was macht der Ringe? Brauchen wir definitiv auch. Händlergilde. Wie sieht's? 2, 6, 10, 14. 14 plus 2 für den Handel. So, den mal. So. So, die mal so rum. Kirchenausbau wird noch die höchste Prio haben. Da fehlt mir noch den entsprechenden Stein. Aber der soll ja auch schon bald da sein. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, die kommen jetzt auch schon langsam. Da müssen wir jetzt ein klein wenig abwarten, bis die ganzen Prozesse erledigt sind. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ganz recht, ganz recht. Den habe ich nicht. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ja, komm, wir machen da mal so. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, da, dann können wir noch Gebäude die Hintergilde. So. So, dann hätten wir das. Wunderbar. Prestigemäßig haben wir alles freigeschalten. Die besseren, die besseren. Ja, jetzt fehlen eigentlich noch zwei von denen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Was übersehe ich jetzt gerade? Vier. Und vier, das ist klar. Drei Brüder müssen es theoretisch dann sein.
Aber ich habe doch... so, ein mehr. Passt. Kirche wird auch ausgebaut. Dann können wir die Pater noch machen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Sehr gut. Das heißt, die haben mehr Kapazität, sie haben einen Träger mehr, das heißt, es ist auch nochmals ein wenig schneller. Genau. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Müsste ich nochmals 4 und 1 für die Kanonen. 4 und 1. Und dann 5, 2, 1. 5, 2, 1. So. Da kommen die. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Jetzt. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, dann haben wir von jedem mindestens irgendwas noch an Prestigepunkten gemacht. Das ist soweit okay. Dann können wir den eigentlich wieder. So. Dann passt doch das. Händler sind unterwegs. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Habe ich den? Wie sind denn die in der... Ach, hier bei zwischen Häuseraufwertungen, okay. Das heißt, wir haben auch starke Mauern. Ein Gebäude ausgebaut. Sehr gut. Eure Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Gut, die sind auch unterwegs. Das passt. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Sehr gut. Ein Siegpunkt, 3 haben wir. Bischofssitz können wir machen, dann hätten wir 4 bzw. 5. Gebäudeausbau fertiggestellt. Und dann fehlt ja eigentlich nicht mehr viel, ne? Dann würde ich mal einfach so, dass wir ein wenig Geld verdienen. So. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Mhm. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, der Ausbau der Gebäudeausbau fertiggestellt. Eins nach dem anderen. Den habe ich auch schon soweit. Das ist auch gut. Die sind einfach vorbereitet. Alles geschafft. Ihr benötigt nur noch einen einzigen Siegpunkt. Subi! Aber irgendwie, dass der so gar nichts macht. Angreifen würde ich den noch gerne. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Aber so ganz ohne Verteidigung würde ich es dann auch nicht dort rüberkommen lassen. Gebäudeausbau fertiggestellt. So. Wie viele sind es noch? Noch 2 so. Also dann wird schon sicher das erste Wohngebäude auch schon... Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut.
wird wahrscheinlich irgendeins von denen sein. Oh. Ja, 22 Steine. So. Gebäudeausbau fertig. Ja, wunderbar. So. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Wir brauchen jetzt noch 9 Steine irgendwo im Lager. Dann haben wir 10. Passt auf, ihr verliert gerade einen Siegpunkt. Ja, okay, aber das ist jetzt nicht der schlimmste Siegpunkt. Den hast du relativ schnell, aber auch relativ schnell wieder weg. Das ist immer so ein Hin und Her, ein Abwechseln. Aber überhaupt nichts Schlimmes. So, da sehe ich schon die ersten. Das gefällt mir. Das kann ich eigentlich auch noch. Das habe ich auch. Passt. So. Jetzt kommen sehr, sehr viele. Zwischendurch mal noch die Kaserne. Also irgendwie am Anfang hat Drakorian ein wenig Probleme gehabt und als ich den hier genommen habe, dann, keine Ahnung, ging es eigentlich. So. Dann haben wir da schon mal weg. Dann kommt der noch. Dann können wir den machen, den. Aber dass der wirklich so eigentlich auch gar nicht in Forschung geht und so. Was? Bischofssitz? Okay, das hätte ich jetzt... Das Gebäude wurde ausgebaut. Da muss ich sagen, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der mir den noch wegnimmt. Aber okay, sei es drum, wir haben ihn eigentlich sozusagen ausgelockt bei anderen Vorhaben. Aber wenn er da jetzt nichts investiert noch, wenn wir Bam haben, also die drei noch für uns verwenden können, dann ist das wirklich für uns ein Sieg, ne? Ja, der braucht noch ein Weilchen. So. Ich möchte da noch ein wenig mehr von dem, dass wir mehr Gold kriegen. Ihr Gebäude wurde ausgebaut. Ja, da die Goldringe, die kommen mit der Zeit. Das ist soweit okay. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Weiter so. Euch fehlt nur noch ein einziger Siegpunkt. Handelsaußenposten. Da ist ja Drakorian. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Ja. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Wenn ich den jetzt noch habe, dann bam 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 bam. Schluss den. Also irgendwie ist der mir gerade ein wenig ja nicht gerade lame, aber Alter. So, würdest du dir auch irgendwie was anderes vorstellen? Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut.
So. Na, da habe ich sogar noch ein Dings übersehen. Sakrele. Dann soll das gefruchtet haben und funktioniert haben. Gut. Die kommen auch so weit. Soldaten kommen, kommen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Lass mich raten, Feldmarschall. Wenn ich da noch zwei habe, dann bin ich auch dort schon. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Also, wir haben so gut wie gewonnen. Also, ich dachte, es wäre schwieriger, aber wir haben ein wenig riskiert und haben dadurch doch viel gewonnen, würde ich sagen. War jetzt nicht ein weiterer Siegpunkt ja, im Kampf. Seht ihr, Feldmarschall passt ja schon. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Zeit überstehen und dann ist es. Dann kann ich eigentlich hier schon mal 4, 6 und hier. Ja, ich könnte es jetzt hinauszögern und den noch angreifen, aber das möchte ich eigentlich auch nicht. Also. Da kommen auch diverse Materialien wieder. Der wird sozusagen gerade ausgebaut. Genau, da sind nochmals die. Dann ist da nochmals die zweite Runde mit. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ganz genau. Gebäudeausbau fertiggestellt. Den habe ich. Das passt. Den noch. Den noch. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Dann würde ich beim ersten so. Und hier. Sind da wirklich alle eigentlich dann? Ihr habt erfolgreich ein Gebäude zum Ausbau. Beim zweiten noch so. Dann kann ich beim ersten noch die Kanoniere dann einfädeln lassen. Ja. Und dann würde ich sagen, dann hätten wir es eigentlich auch schon. Weil der macht ja nichts. Also, come on, der macht ja wirklich rein gar nichts. Da sind noch 4, meinte ich. 10, 20, 30, 31. Da bei dem noch die. Dass die Händler einfach
weiter Kleidung liefern. So. 20. Ja, wir haben gewonnen. Also, kannst es drehen und wenden, wie du willst. Wir sind einfach gut. That's it, wir sind gut. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et voilà. Sieg. Prinzessin Zoes Schloss. Ihr habt tapfer gekämpft, Prinzessin. Ich bin sehr beeindruckt. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft, Drakorian. Es scheint, als wären wir ein gutes Team, nicht wahr? Als wäre es schon immer so gewesen. Und doch, ohne diesen Wink des Schicksals wären wir immer noch Feinde. Und ich bloß ein Spielball meines Vaters. Fantastisch. Ihr geht als Sieger aus dieser Partie hervor. Finde ich ganz schön sweet. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Let's Play Die Siedler 7. Wir sehen, was da kommt. Bin schon gespannt und vielen Dank und tschüss.